Hey, junger Reisender. Du siehst ziemlich erschöpft aus, du kleiner Scheißhaufen. Ruh dich doch mal einfach eine Runde aus. Leute, wir haben es geschafft. Ich verdiene jetzt einfach Geld mit der Scheiße. Tell them to bring me my money. Aber jetzt mal no joke. Jungs, vielen, vielen Dank. Überchillig. Ey, Jungs, wenn ihr Ideen für zukünftige Videos habt, wäre es übel korrekt, wenn ihr die in die Kommentare schreibt. Ich bin ehrlich, mir gehen so langsam nämlich echt die Ideen aus. Und ich will nicht jedes Mal das Gleiche machen so. Außerdem, wo ich schon mal dabei bin, könnt ihr auch gerne auf diesem Video ein Like da lassen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, was jetzt kommt. Oh, Digga. Was ist das für ein Server? Hier RGB, da RGB. Die haben überall RGBs gemacht. What the fuck? Happy 2022. Wir haben noch nicht mal 2022. Hab ich ja noch nie gesehen, Digga. Hallo, der Herr. Ja, was ist denn los? Hallo, Yo? Der Herr. Ja, hallo, hallo. Hören Sie mich? Ja, hallo. Bitte einsteigen. Steig mal ein. Was will der Bastard von mir? Steig mal aus, wenn du mich hören kannst. So, hier, ich hör dich jetzt. Hallo, hörst du mich? Ach so, ja, jetzt. Ich hatte die falsche Salty-Schwanz-Version, weil das hier halt unglaublich schlecht gemacht ist, ne? Ah, du hast eine Waffe? Ja, ja, und jetzt? Ja, Pistole. Mit dir das auszutauschen? Ja, auf jeden Fall, Digga, ist doch safe worth. Ja, aber was? Komm, Waffe? Langwaffe? Ich hab zwei Langwaffen, einen Bullpup und, Ja, okay, hast du noch eine Pistole? Ja, hab ich auch. Ja, okay, dann gibst du mir zwei Langwaffen und eine Pistole. Ja, Junge, chill, Digga. Ich will nett zu dir sein. Fuck mich nicht ab, Digga. Steig aus und gib den. Ich geb dir die Schwanzpistole und dann hältst du die Fresse, Digga. Komm. Du gibst mir eine Langwaffe und eine Pistole, ganz fair. Ich geb dir die Pistole und dann. Du brauchst mir den scheiß Wagen nicht mal geben. Jetzt nerv nicht, Digga. Boah, korrekt. Du brauchst mich doch nicht versuchen abzuziehen. Danke für das Auto, ne? Gib mal wenigstens die Waffe. Holmes, es wird Zeit, von diesem Leben Abschied zu nehmen, mein Bruder. Ey, das darfst du nicht, ne? Ich darf das nicht, als ob ich das nicht darf. Oh mein Gott, ey, ich darf das gerade nicht, ne? Oh mein Gott, was mache ich hier? Das Auto wurde von der Fraktion geklaut, ne? Ja, ja, genau. Hau rein, ne? Das kannst du dann deinem Doktor erzählen, ne? Von wem du das geklaut hast. Jetzt gehört es zumindest mir. Wie kann man so respektlos sein? Ich gebe ihm zwei Langwaffen und die Pistole für den vollgeschissenen Wagen hier. Also, auf den hier ist noch Scheiße im Kofferraum hinten drin, weißt du? Boah, ich würde sagen, aber wir repairen die Ey, boah, ist das Scheiße gemacht. Boah, jetzt muss ich irgendeinen Affen fragen. Moin, Kollege, 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 hallo, hallo, hallo. Weißt du, wie man hier einen Repair-Schwanz benutzt? Hallo? Hallo, yo. Hörst du mich, hallo? Ja, können Sie mich zum Maskenladen fahren? Ja, ja, wenn du mir sagst, wie ich einen Repair-Schwanz benutze. Wie man was benutzt? Repair-Kit. Kennst du nicht? Achso. Sie müssen aufsteigen. Also ich drücke aufs Repair-Kit und dann? Hier erstmal eine Bombe für dich. Oh, shit! Hat der gerade dein Auto geklaut? Ja. Ich habe doch eine Waffe. Oh, shit! Hä, Digga, überfahren macht ja gar keinen Schaden hier. Halt, stopp! Hä, was willst du denn von mir, Digga? Kleiner Sohn, Alter. Get your ass wrecked, Holmes! Ey, wir haben neue Karre, Bro, wir haben neue Karre, Homie, steig ein. Was ist hier gerade passiert? Ich hab keine Ahnung, Bro, aber ist scheißegal. Kannst du mich so shit. Anfahren? Okay, hier wolltest du hin, ne? Können Sie mich danach noch mitnehmen? Ja, ja, klar. Danke. Oh, sorry. Oh, sorry, sorry, Bro, sorry. Geh einmal da rein einfach. Oh, sorry, Bro. Sorry, ey, sorry, wirklich. Okay, jetzt lass ich's aber. Ich bitte unterlassen. Ja, ja, sorry. Ich wollte ein bisschen Spaß machen, weißt du. Au. Haben Sie Ihre Maske jetzt gekauft? Sehen Sie doch. Oh, Junge, chill. Tschüss. Sexy, oder? Sieht schon Todesgaming aus, muss man schon sagen. Sieht schon meiner Meinung nach todesheftig nach Gaming aus. Ist aber Vorsicht, Vorsicht. Handelt sich dabei um eine eigene Meinung. Wie nach Gaming? Sieht einfach pervers krank nach Gaming aus. Ist halt meine Meinung, weißt du? Musst du ja nicht fühlen. Der schlechte Server restartet in 5 Minuten. Was ist dein Server? Was ich merk schon, du bist dich gut am Erfrischen, ne? Mit deinem Erfrischungsgetränk da. Bruder, was soll ich sagen, Bruder? Ich war gerade bei Macis und hab mir eine Cola gekauft. Geiles Gaming. Wie geiles Gaming? Ist einfach geiles Gaming, so eine Cola ist, ne? Kannst auch mal ein Mädchen mit einladen, so, weißt du? Sagst du, ey, Mädel, hast du mal Bock auf einen Cola oder sowas? Ey, Junge, hast du mal Bock auf eine Cola? Nee, das heißt so, ey, Girl, hast du mal Bock auf einen Cola? Okay, wir fahren mal zum MD, da sind Frauen. Boah, jetzt werden richtig Scheiß klar gemacht, Mann! Wir probieren es, ich glaube, mit meiner hohen Stimme wird es nicht so, aber probieren wir es. Ja, das kriegst du hin, Digga, du bist doch ein Gigo. Nein, Bruder. Du musst da wirklich, soll ich dir zeigen, wie man das macht? Ja, ja. Weißt du, ich mach's dir einmal vor, ne, wie man das macht. Ich mach die eine sofort klar. Und danach können wir es bei dir vielleicht auch nochmal probieren, okay? Oder ich sag, willst du vielleicht, wollen Sie, die Damen, wollen Sie vielleicht mal eine Cola oder einen Kaffee mit mir trinken gehen? Na, so funktioniert das nicht, Bro. So funktioniert das nicht. Was soll ich sonst sagen? Ich mach's dir vor, okay? Oh, okay.
Perfekt, wir gehen nochmal zurück ins Auto. Ja, oder wir holen meine Corvette, kommt besser bei Frauen an. Meinst du? Ich zeig dir mal, guck mal, ich weiß ja, was sie dir zeigen. Ich will dir zeigen, dass es gar nicht auf diese Äußerlichkeiten ankommt, sondern das Auto und so ist nicht wichtig. Es ist wichtig, wie man selbst drauf ist, weißt du? Ja, bei den meisten Frauen schon. Ich sag dir ehrlich, wenn so eine Frau nach sowas gehen, das bin ich die Richtige. Du hast vollkommen recht, ey. Du bist echt ein richtig weiser junger Mann, muss man schon sagen, ja. Ich bin nicht jung, ich bin 21. Wie würdest du eine Frau ansprechen? Also ich würde so ansprechen, Entschuldigung, die Dame, dürfte ich sie kurz stören? Und sagt, ja klar, was denn? Würde ich sagen, hätten Sie vielleicht mal Lust, einen Kaffee zu trinken oder ins Restaurant zu gehen? Aber weißt du, bei deiner Methode fehlt eine Sache. Da fehlt richtig das Mannsein, weißt du? Du musst richtig zeigen, was du willst. Du musst richtig den Alpha raushängen lassen, weißt du, wie ich meine? Du musst richtig sagen, ey, yo, Girl, weißt du? So, weißt du, du willst so richtig was von ihr, so, weißt du? Nein, vielleicht bellst du noch mal hinterher, weißt du? Sie muss ein bisschen Respekt auch haben, weißt du, wie ich meine? Sprichst du eine Frau an? Ich werde sie gleich zeigen, wenn wir eine finden. Wissen, wie die heißt. Ist eine Chaya bei denen? Yo, Senora! Und zwar... warum fährt die Polizei weg? Okay, das hat bei der jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Yo, Chaya! Aber ich sag dir ehrlich, dieser Eindruck mit Chaya, das bringt nicht gut rüber. Meinst du? Du musst sagen, die Dame. Auf elegant? Deswegen wurde ich schon übelst oft süß genannt. War schon auf einem Kaffee. Für jeden weiteren Lebensabschnitt, den du noch vor dir hast, weißt du, ist das ziemlich wichtig, dass du weißt, wie man mit Chais umgeht, weißt du? Chais. Genau. Vielleicht gehst du einer Frau und sag, die Dame, wollen Sie vielleicht mal einen Chai mit mir trinken? Auf orientalisch oder wie oder was? Nee, türkisch. Oder arabisch. Genau. Ja, nicht auf orientalisch, ne? Nee. Boah, hier ist aber auch nichts los. Hier ist auch wirklich nichts los gerade, ne? Und hier. Wie bitte? Wo ist eine? Ich soll jetzt ausgepackt werden. Ey, yo, die Dame? Beziehungsweise Senora? Was ist? Ich spreche gerade hier mit dem Ping an. Das ist mir egal. Was ist denn? Bin ich hier gerade mit meinem Kollegen hier im Auto hier lang gefahren und da bist du halt direkt hervorgestochen, weißt du? Und ich muss sagen, du machst einen ziemlich wild, so mäßig. Weißt du, wie ich meine? Hast du mal Bock auf ein Treffen oder so? Nein? Ich stehe sowieso auf Männer. Ey, drück auf die Tube, Kollege, drück auf die Tube. Boah, shit. Die ist locker lesbisch oder so gewesen. Nein, Digga, du hast einfach komplett scheiße gemacht. Was habe ich denn falsch gemacht? Digga, es wirkt vielleicht bei Männern, aber warte mal kurz. Ich probiere. Ja, warte, ich komme mit, aber ich fahre mit dem Auto. Kann man sich da vielleicht mal auf einen Kaffee treffen? Das hat er doch stark gemacht. Warum habt ihr ihn ausgelacht jetzt? Hast du das gut gemacht, Sir? Ja, ich finde, du hast das gut gemacht, Bro. Oh, da oben ist jemand. Salam, ja, meine Liebe. Frage. Der Herr. Ja? Ja. Haben Sie eine Pistole für uns? Haben Sie eine Pistole? Leider nicht. Nur kurz. Können Sie kurz aussteigen? Warum? Nee, sorry, wir müssen weiter. Ich habe eine Frage. So, Marshmallow, komm mal her, Kumpel. Warte mal. Warte kurz. Guck mal. Bei mir ist man nicht so frech. Ey. Ich erkläre dir jetzt, was man mit solchen Leuten macht. Baff dich! Ihr wurdet über den Haufen geschossen, ihr kleinen Scheißhaufen. Ich bin der Meinung, du musst gleich los, meintest du, ne? Ja. Wir gehen jetzt zu einer Chaya. Wenn sie sich nicht klären lässt, dann ballern wir einfach alle über den Haufen, okay? Ey, Chai, kann man sich klären? Das ist jetzt ein Täter oder später? Ah!